So, diesmal kurz gezeigt, wie bekommen wir CSS eigentlich in unsere HTML-Datei rein. Der Editor von letztes Mal war ja so ein Online-Editor, wo man das direkt sieht. Aber wenn ich eine HTML-Datei habe, wie mache ich es hier? Und das erfahrt ihr in diesem Video. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, genauer gesagt, so eher zwei Möglichkeiten. Und die eine ist, wenn wir hier eine HTML-Datei haben, dann gibt es ja oben immer den Head und unten immer den Body. Der Head hat die Meta-Informationen zu dieser Datei und der Body den sichtbaren Inhalt. Soweit kennen wir HTML. Und wenn ich jetzt CSS inkludieren möchte, dann kann ich das im Head machen. Und zwar gibt es hierzu einen Tag von HTML. Dieser Tag heißt Style. Und diesen Style-Tag, in diesen Style-Tag kommen jetzt die CSS-Formatierungen rein. Also zum Beispiel der Tag-Selektor H1 mit Color und was machen wir? Aqua. So, das heißt, im Head kann ich so ein Style-Attribut haben oder ich kann auch mehrere Style-Attributs haben und dadurch wird dieser Style sozusagen auf diesem Body, auf dieses entsprechende Element angewendet. Das Ganze aus? Ja, so sieht es aus. Also hier haben wir dann den H1-Tag entsprechend formatiert. So, jetzt haben wir natürlich unter Umständen mehrere HTML-Dateien oder sehr wahrscheinlich mehrere HTML-Dateien und wir wollen ja nicht in jede HTML-Datei immer den gleichen CSS-Code reingeben. Das wäre irgendwie doof und zum Warten überhaupt nicht schön. Also, ich will ja nicht, wenn sich eine Farbe ändert, das 10.000 Mal ändern müssen. Deswegen gibt es eine zweite Variante und zwar mit externen CSS-Dateien. Also styles.css. Diese CSS-Datei heißt auch .css und hier kann ich meinen entsprechend Code reingeben. Ich kann sagen, alle P-Elemente hätte ich gern mit Color Green. Ah, Green Yellow. Green Yellow. Ups. Color Green Yellow. So, Strichpunkt. So, und dann muss ich jetzt, natürlich muss ich diese CSS-Datei hier inkludieren, damit die HTML-Datei oder der Browser auch weiß, aha, von dort muss ich eine CSS-Datei auch noch laden. So, und das machen wir mit link rel ist gleich Stylesheet. Href und im Href gibt es eben jetzt den entsprechenden Pfad zur CSS-Datei, relativ oder absolut, in diesem Fall im gleichen Verzeichnis, also einfach nur styles.css und jetzt habe ich eine externe CSS-Datei eingebunden und zwar diese hier. Das heißt, wenn ich mir wieder das Ergebnis im Browser ansehe und hier aktualisieren drücke, dann habe ich hier auch den HTML-Code entsprechend grün dargestellt. Ja, etwas größer gemacht, dann sieht man es vielleicht auch. So, und wie man auch sieht, man kann natürlich beides machen. Man kann mehrere CSS-Dateien inkludieren, man kann mehrere Style-Angaben haben, man kann die Kombination von beiden haben. Aber im Endeffekt sind das die zwei Elemente, wie man CSS-Dateien in die entsprechende HTML-Datei reinbekommt oder CSS-Angaben. Eine letzte gibt es noch, eine dritte Variante, die ist nicht unbedingt empfohlen, aber durchaus möglich. Ich kann auch in diesem P-Tag direkt ein Style-Attribut angeben. Und in diesem Style-Attribut jetzt CSS-Angaben machen. Zum Beispiel Color, Doppelpunkt und ich nehme jetzt mal Brown, Strichpunkt. Und jetzt kann ich auch weitere hier wieder angeben. Also immer Wert, Doppelpunkt, Eigenschaft, Strichpunkt, Wert, Doppelpunkt, Eigenschaft, Strichpunkt, während man es hier normalerweise untereinander angibt, gibt es hier keine andere Möglichkeit, als diese nacheinander anzugeben. Aber soweit so gut. Was wir jetzt haben, ist natürlich hier, wenn ich aktualisiere, das entsprechend braun. Warum ist es braun und nicht mehr so grünlich? Na, der Grund ist der, wir haben ja im anderen Video bereits gesagt, der Tag-Selektor ist der allgemeinste, dann gibt es noch den Klassenselektor und den ID-Selektor und der immer am stärksten oder am nächsten beim Element ist, der zieht ja und am nächsten beim Element ist in diesem Fall der Style-Selektor. Das heißt, der überschreibt die Farbe des Tag-Selektors, ganz egal, wo der herkommt. Also egal, ob der per Link oder per Style entsprechend eingebunden wurde. Also entweder im Tag angeben mit dem Style-Attribut oder das Style-Tag hier angeben im HTML oder die externe CSS-Datei einbinden, was meistens die klügere Variante ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.